Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Slime Ranger. Mochis Megabucks ist das neue Update. Und ich habe euch ja versprochen, ich arbeite jetzt mal ein bisschen vor, damit ihr mir nicht jetzt zuschauen müsst, wie ich da die ganze Zeit Quecksilber-Plot sammle. Es ging erstaunlich schnell, ich habe nur zwei Runden gebraucht. In der ersten Runde ohne euch habe ich sage und schreibe 185 Quecksilber-Plots gesammelt und jetzt sind wir auch schon wieder bei 151, also das ging jetzt echt flott. Ich habe die Wartezeit zwischen den Events, weil man muss ja 12 Stunden warten, einfach nochmal genutzt, habe jetzt auch noch ein bisschen was verkauft, wie ihr vielleicht seht, ich bin jetzt bei 103.000. Also jetzt geht's so richtig ab auf unser Ranch, es wird so richtig ertragreich langsam und jetzt, ohne große Umschweife, zahlen wir jetzt mal die paar Quecksilber-Plots noch ein und dann schauen wir mal, was diese Deluxe-Erweiterung auf sich hat. Geschafft. Wir haben sogar noch 71 übrig, aber ich bin mir sicher, da kommt noch ein dritter Deal. Jetzt schauen wir mal, was Mochi zu sagen hat. Was zum... Du hast wie viele gesammelt? Naja dann, denke ich mal, der Deluxe-Hühnerstall ist jetzt für dich verfügbar. Ich würde ja sagen, viel Glück dabei, all diese Hühner im Zaum zu halten, aber es scheint, als ob du schon allein klarkommen würdest. Weißt du, manchmal fühlt es sich an, als wäre dieser gesamte Planet ein Hühnerstall. Nur eine Umzäunung, um Leute weit weg zu halten. Manchmal kommt es mir vor, als hätte mein Vater mich gar nicht für einen Sonderauftrag hier rausgeschickt. Manchmal kommt es mir vor, als wäre ich hierher geschickt worden, damit ich ihm nicht im Weg bin. Nur ein Hühnerstall. Apropos Hühner. Was machst du, dummes Huhn? Hängst hier herum, wenn so viel Arbeit zu erledigen ist? Kehren wir zurück zur aktuellen Aufgabe. Besorg mir eine weitere Ladung Quecksilberplots und ich werde dir eine sehr besondere Belohnung zukommen lassen. Zugang zu diesem Gutshaus und seinen Anbauflächen. Mein Gutshaus wäre die eine Ranch-Erweiterung, die du hast, die nicht peinlich ist. Wäre das nicht schön? Also meine Ranch ist mir ganz und gar nicht peinlich. Aber gut. Ja, also Mochi ist wohl vielleicht doch nicht so... Der erste Eindruck, den wir hatten, der trügt auf jeden Fall. Sie ist wohl sehr einsam und von ihrem Vater wohl auch ein bisschen zurückgewiesen. Jetzt schauen wir mal, vielleicht nähern wir uns ihr ja ein bisschen ab an und können ihr vielleicht ein bisschen helfen. Wer weiß das schon. Also... Sie möchte jetzt auf jeden Fall noch weitere 700 Quecksilberplots haben, damit sie uns Zugang zu ihrem Reich gewährt. Das wir offen gesagt eigentlich gar nicht brauchen, denn auch das Reich vom Octen Ortis haben wir uns nicht wirklich angeeignet. Wird sich jetzt aber wahrscheinlich schon ändern demnächst. Ich plane jetzt schon ein bisschen zu expandieren auf meiner Ranch. Ich weiß nur noch nicht wie. Es ist eine Menge Arbeit auf jeden Fall, all die Bauflächen zu betreiben. Durch Octen Ortis haben wir noch mehr Bauflächen bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich damit anstelle. Jetzt schauen wir mal, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt erstmal wieder nach Hause gehen, da wartet noch eine Gordo-Falle auf uns. Ich hoffe, mittlerweile ist ein Gordo gefangen worden. Die 700 Quecksilber-Plots, die hier verlangt werden, die werde ich auch einfach wieder im Off für euch machen. Und dann natürlich wieder einschalten, sobald wieder was zu sehen gibt für euch. So, bis dahin schauen wir uns jetzt ein bisschen auf der Ranch nochmal um. Vielleicht ist die Gordo-Falle auch schon zugeschnappt. Nein, leider noch gar nicht. Ich hoffe, das passiert demnächst mal. Wäre ja schade. Und wir haben auch noch eine ganze Menge Gold zum Ausgeben. Also lasst uns das doch mal ein bisschen ausgeben. Hier, Schleimtrophäe 2, 40.000. Für weiteres 47.000 schalten wir neue Chroma-Pakete frei und Ultra-Sprinter-Stiefel. Das hört sich doch gut an, also kaufen wir. Oh, und es gibt einen Tankbooster Ultra. Yes, also es wird auf jeden Fall möglich sein, noch mehr in unseren Tanks zu lagern. Das freut mich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr.
Und wir können Bauplan für die Meister-Gordo-Falle auch noch kaufen für 60.000. Also es gibt schon noch ein bisschen was, was wir machen können. Ah ja, genau hier, Schleimtrophäe 2. Die schaut jetzt hier so aus aktuell. Ah, könnt ihr das mal so sehen. Nicht schlecht auf jeden Fall. Schauen, bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, da gibt es nämlich noch mal ein Upgrade. Habe ich mal gelesen. Schauen wir mal. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal wieder mehr Geld. Jetzt können wir schauen, den Schatzknacker, den Sprinter haben wir sogar schon gekauft. Also den haben wir geschenkt bekommen. Ich kaufe jetzt hier auf jeden Fall den Schatzknacker 2 ein, dass, wenn uns da mal was über den Weg läuft, wir das aufmachen können, die besseren Schatzkapseln. So. Also, wie machen wir jetzt weiter? Was können wir jetzt tun? Mei gut, wir können halt noch viel, viel Zeug verkaufen. Wir könnten, aber das mache ich, glaube ich, auch mal im Off. Hier auch nochmal weiterschauen. Das Problem ist nur, ja, Jägerschleims bräuchte man noch. Da habe ich ja die Hoffnung, dass die Gordo-Falle irgendwann mal zuschnappt. Ich habe ja extra das Lieblingsfutter da reingetan. Ich hoffe, da passiert auch noch was. Ansonsten können wir jetzt gerade eigentlich wieder hauptsächlich nur verkaufen, um an die 60.000 Gold ranzukommen. So, hier 50, ja, war ein bisschen zu viel. Aber ist kein Problem. So. Man kann jetzt tatsächlich wirklich sich rund um die Uhr damit beschäftigen, verkaufen, wieder aufsammeln, verkaufen und so. Also wenn man die einmal volllaufen lässt, die Lager, das ist echt schwer, die wieder leer zu kriegen. Also ist ja überhaupt keine Beschwerde meinerseits sein, um Gottes Willen. Ich bin ja froh, wenn ich verkaufen kann. Wir brauchen das ja. Eben halt für weitere Clubbelohnungen. Ich weiß jetzt nur nicht. Ja gut, die letzte wird es nicht sein. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, auf jeden Fall schon noch mal eine weitere Schleimtrophäe. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Nur diesen Tankbooster, den hätte ich schon ganz gerne. Oh, was? Was war das? Ah, okay. Ich bin wohl ein bisschen verrutscht. So, und jetzt sehe ich es gerade immer. Wenn diese also wenn es so kling, kling, kling macht, da ist dieses Mochi-Symbol. Das werden wohl diese Mochi-Bonus-Meilen sein. Wo bedeutet doppelten Ertrag. So, jetzt haben wir eigentlich schon wieder den Schatzknacker drin. Wir sind schon wieder bei 16.000. Ah, ist ja echt schade, dass aus der Gordo-Falle gerade nichts wird irgendwie. Und ich habe übrigens noch ein weiteres tolles Gadget entdeckt, und zwar Slime Ball heißt es. Das werde ich mir jetzt auch irgendwann mal zulegen. Kostet natürlich auch ein bisschen Geld, den Bauplan zu besorgen. Ich glaube so 7.000 waren das. Aber den werde ich mir definitiv auch mal noch besorgen. Das ist so ein schönes Spielchen, da kann man auch sogar einen Erfolg machen. Irgendwie, wenn man 50 Punkte in einem Spiel schafft. Bin gespannt, was es damit auf sich hat. Aber wie gesagt, da kommen wir dann noch alle drauf zu. Da kommen wir nochmal drauf zurück, dann, wenn es soweit ist. So, das verkaufen wir jetzt hier auch noch schön. Vielleicht legen wir uns dann auch mal schlafen. Vielleicht passiert ja dann was mit der Gordo-Falle. Und natürlich haben wir dann wieder eine ganze Menge, was wir verkaufen können. Oh ja, die Preise gehen aber langsam im Keller natürlich, klar, weil wir den Markt ja fluten kontinuierlich mit neuen Plots. Wenn wir jetzt gerade mal sehen, der pinke Plot war schon nur noch 8 wert. Können wir mal hier schauen, da der Rank war auch mal 100 wert, also. Ja, bei einigen sind die Preise doch wieder ganz schön Kellergang, außer Quantenschleim, den produzieren wir Stand jetzt nicht, und Jäger genauso, den produzieren wir auch nicht so viel. So, jetzt gehe ich mal schlafen. Vielleicht tut sich ja dann was mit dieser Gordo-Falle. Ja, tatsächlich. Hey. Jetzt hätte ich es gewusst. Nee, ich habe es nicht gewusst, aber cool. Leider ist kein Jäger-Gordo da reinkommen. Dafür ein Pink-Gordo, der ja bekanntlich alles frisst.
Und dann stopfen wir ihn doch mal alles in den Rachen. Ich glaube 50 waren es immer von irgendwas. Also quasi 50 Gemüse, 50 Fleisch oder sowas. Schauen wir einfach mal mit 40, ob du damit auch klarkommst. Bin gespannt, was der für uns hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir was Besonderes hatten. Oh ja, schau, 30 reichen sogar. Okay, er hat auf jeden Fall ein paar... Ah, haha, ganz vorsichtig, gell? Oh, das ist ja nochmal richtig geil gewesen. Oh, natürlich auch der eine oder andere Schleim dabei. Ah, da müssen wir jetzt aufpassen. Die brauche ich leider alle nicht. Tut mir leid, Freunde. Oh Mann. Warte mal, jetzt muss ich aufpassen, dass das hier nicht aus dem Ruder läuft. Nicht, dass ich plötzlich wieder einen Teerschleim hier irgendwo produziere. Das wäre gar nicht gut. Da haben wir noch einen. Okay, also es gibt auf jeden Fall genügend Kisten dann. In denen ist auch was Sinnvolles dabei, mehr oder weniger. So, die Ocker, die können wir jetzt auch mal wegschießen. Da habe ich ja jetzt eh schon genügend erstmal. So, bisschen Summwachs, Glipperstein, Uröl und Hexerwabe. So, jetzt können wir mal schauen, ob wir vielleicht gleich die nächste Gordo-Falle bauen können. Das wäre natürlich genial. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese... Bist du glücklich oder sauer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich füttere den gleich einfach mal. Ich kann mir vorstellen, dass eine Meister-Gordo-Falle vielleicht eher dazu geneigt ist, da den Gordo zu fangen, den wir auch wollen, dass er fängt. Mal gucken. Ah, hier gibt es noch einiges, was wir hier Slime Ball Ring 7500. Könnten wir jetzt theoretisch schon kaufen, aber ich heb's mir noch auf. Ich würde jetzt gerne erstmal diese Meister-Gordo-Falle dann freischalten. Jägerplot, Zumwag, da brauchen wir definitiv wieder. Da muss ich im Off mal wieder ein bisschen sammeln. Ist blöd. Ja, die anderen Pläne brauche ich jetzt nicht kaufen, weil die werden auch wieder Unterstützung brauchen. So, hier, altes Huhn können wir verkaufen. Da habt ihr das jetzt mal ganz kurz live gesehen, das alte Huhn. Das verfüttern wir jetzt aber auch. So, und dann geht's hier da weiter. Oh, die brauchen auch wieder was. Das ist ein bisschen was, was ich schade finde, dass man... Ja, was ist schade? Es ist halt eigentlich wie Futter, ne? Man muss immer was verbrennen, damit die am Leben bleiben. Ist jetzt an sich nicht so dramatisch, was zu finden, dass man verbrennt. Da haben wir ja genügend hier auf unserer Ranch. So, hier haben wir ein fast volles Silo mit Tofus. Hier haben wir ein paar Quantenschleims. Den goldenen Ingwer. Angeblich, wenn man einen Goldschleim damit füttert, dann geht der voll ab. Ich habe leider keine Chance gehabt mehr, das auszuprobieren, denn immer wenn Goldschleim da war, wollten wir den fangen, beziehungsweise hatten halt einfach keinen goldenen Ingwer dabei und so richtig fangen lassen hat der sich ja auch nicht. Der ist immer in Luft aufgelöst. Einmal hat es, glaube ich, bisher nur geklappt, dass wir den tatsächlich gefangen haben und so einen Goldplot generiert haben. Einmal nur. Das ist halt schon traurig, gell? Das ist wie mit den Glücksschleims. Haben wir auch nie wirklich geschafft. Leider. So, auf jeden Fall, wir sehen natürlich, wir müssen unheimlich viel... Vielleicht macht es halt dann doch Sinn, noch mehr Gehege aufzubauen, gerade für die ganzen Gadget-Sachen, weil die ja doch unheimlich viele, gerade zum Beispiel jetzt pinke Plots brauchen, dass ich da vielleicht doch nochmal das eine oder andere Gehege aufbaue und mit pinken Plots zupflaste. Das tut mir leid, aber ich brauche es halt, ne? Ich muss es zugeben, sie sind doch wichtiger, als ich gedacht hatte, die pinken Plots. Jetzt schauen wir einfach mal, was diese, das Bienenhaus so braucht und dann vielleicht schauen wir, dass wir die entsprechenden Plots ansetzen. Neben dran, da wo jetzt der Mango steht, und machen wir das vielleicht platt, dass wir dann dort ein neues Gehege hinstellen. Dort könnte ich mir eigentlich sogar vorstellen,
den Quantenschleim zu positionieren. Schauen wir mal. So, Neulings Bienenhaus. Pink, Phosphor und Honig. Und der Gordo. Die Gordo-Falle braucht Jägerplots, Natur, Uröl, davon haben wir auf jeden Fall jede Menge, Summwachs und Glibbersteinpumpen haben wir genügend, Bienenhaus haben wir zwei, Neulingsbohrer, da könnten wir ein paar brauchen für den Glibberstein, bauen wir da doch mal, ja, machen wir mal drei und zwei Bienenhäuser, ah, kann ich nicht, dann machen wir einfach nochmal einen Bohrer. Dann müssen wir jetzt erstmal mit drei Bienenhäuser vorlieb nehmen und drei Bohrern. Nö, die bauen wir jetzt auch gleich auf. Dazu muss ich erstmal wieder hier hintergehen. Warum sammle ich das jetzt eigentlich auf? Ich habe jetzt, glaube ich, nur eine große Ansammlung an irgendwas gesehen, habe mir gedacht, aufsammeln. Natürlich brauche ich das eigentlich nicht. Gut, jetzt habe ich es da. Jetzt warte mal, jetzt tun wir das hier rasch noch in den Futterautomaten stopfen. Der eigentlich auch nichts mehr aufnehmen kann. Also eine ganz blöde Idee gewesen, das zu tun. So, aber hier geht auf jeden Fall alles rein. Immerhin etwas. Ja, und dann schauen wir mal. Also wir platzieren jetzt hier mal das Bienenhaus und die Bohrer. Und dann denke ich, werde ich wieder ein bisschen was im Off machen, ein bisschen vorbereiten, eben halt die ganzen Ressourcen farmen für weitere Gordo-Fallen. Für das Spiel, also für dieses Slimeball-Ring, werde ich auch mal, da können wir glaube ich auch mal ein bisschen Zeit drin verbringen mit dem Slimeball-Ring, dass ihr das auch mal seht. Werde natürlich die Quecksilber zusammensammeln. Moment, jetzt halt einmal. Dafür haben wir das doch angefangen. Deluxe Hühnerstall. Und ich frage mich gerade die ganze Zeit, was kann ich euch alles zeigen? Mist, alles was ich euch zeigen kann, braucht noch weitere Vorbereitungen von mir. Aber Moment, wir haben doch den Deluxe Hühnerstall freigeschaltet. Wo war ich da wieder nur mit meinen Gedanken, ha? Also gut, jetzt platzieren wir aber rasch die Gadgets. Da können wir uns vielleicht auch sogar mal überlegen, die Advanced Gadgets hinzustellen. Da gibt es ja auch verbesserte Bienenhäuser, verbesserte Bohrer und so. Dass wir die vielleicht auch mal hinstellen. Das bringt ein bisschen mehr. Muss mal gucken, was das an Ressourcen verschlingt dann. Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, Mist, ich kann euch nichts zeigen. Was kann ich euch zeigen, das keine Vorbereitung braucht? Auf jeden Fall, die Schatzkapsel können wir hier öffnen. Haben wir ja einen neuen Schatzknacker. Aha. Okay, ist nicht viel. Wilder Honig und royales Gelee. Schade, ich dachte, da kommt ein bisschen mehr noch bei rum. Aber geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, heißt doch immer so schön. Also wir leben einfach mit dem, was wir gerade bekommen haben. Und ja gut, also da werden wir jetzt nochmal Geld ausgeben müssen, natürlich für den Deluxe Hühnerstall, den werden wir jetzt bauen. Ich denke, den wir schon haben im Haupthof, den werden wir erweitern. So, vorher gebe ich, wobei, damit kann ich rasch in der Hand rumlaufen. Wir haben ja zwei Hühner, drei sogar. Den hinten bei den Säbelschleims, den hier und da hinten haben wir ja auch nochmal einen. Also gut. Deluxe Aufrüstung. 650, nur eine besondere Aufrüstung. Kreiert von Mochi Miles, die die Zahl der Hühner verdoppelt, die du halten kannst. Und die altes Geflügel hinauswirft. Okay. Das hört sich doch interessant an. Ah, Mist, da kriege ich keine Infos. Also, altes Geflügel hinauswirft. Interessant. Also, die bauen wir jetzt mal. Okay, das schaut jetzt ehrlich gesagt nicht so... Aha. Okay, das ist neu. Ich wollte gerade sagen, so spektakulär schaut das ja gar nicht aus. Es schaut aus wie vorher, aber... Hier... Und da kommt das alte Geflügel rein. Das ist natürlich auch keine blöde Idee.
Dann kann man das. Oh, sorry, ich muss da ein bisschen weggehen. Die schnattern echt laut. Das ist krass. Da werden die alten Go-Goggles gelagert, die alten Hühner werden drin gelagert. Das ist schon eigentlich eine geile Idee. Weil dann kann man das auch wieder ein bisschen laufen lassen und dann einsammeln und weiter verfüttern. Cool, stark. Gefällt mir. So, Rankschleims, das waren die Lieblingsspeise der Rankschleims eigentlich schon wieder. Ich habe es leider vergessen. Bemaltes Huhn. Ein bemaltes Huhn ist die Leibspeise. Cool, ne? Nicht schlecht. Wirkt natürlich, ehrlich gesagt, nicht ganz so imposant wie hier. Der Deluxe-Garten, der hat auf mich, ehrlich gesagt, mehr Eindruck gemacht. Aber gut, wie gesagt, ein Geschenk, glaube ich, schaut man nun mal nicht ins Maul. Und an sich ist es auf jeden Fall trotzdem eine sinnvolle Erweiterung. Da wird das alte Geflügel einfach schon aussortiert. Könnte man sich hier überlegen, vielleicht auch aufzubauen. Machen wir es einfach mal. 650, das kann ich entbehren. Also das tut jetzt nicht weh. Was jetzt natürlich mehr wehtun wird, ist das hier zu kaufen. Der Slimeball-Ring. Die Schleimbühne könnte man auch mal bauen. Ja, komm, das kaufen wir jetzt mal ein hier. Gehen wir zwar jetzt gerade nochmal runter vom Geld her, aber das kriegen wir schnell wieder hochgezogen. Was braucht man dafür? Das dürfte hier Kurioses sein. Ah, da brauchen wir auch Glibberstein und Jägerplots und davon nicht gerade wenige. Und bei der Bühne Indigonium. Ja, okay, das ist leichter zu erreichen. Auf jeden Fall dann. Ja, ich würde sagen, das ist heute dann einfach auch mal eine etwas kürzere Folge, so ungefähr 20 Minuten statt den üblichen 30 Minuten, aber ich kann euch, wie gesagt, leider jetzt gerade nicht allzu viel mehr zeigen, da alles Vorbereitung braucht. Hier im Tal muss ich noch so ungefähr 630 Quecksilberschleims sammeln und für alles andere muss ich jetzt leider auch erstmal Ressourcen zusammensammeln. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, wenn wir da jetzt eine etwas kürzere Folge heute draus machen. Und ich hole euch auf jeden Fall dazu, wenn ich wieder ein paar neue Gordo-Fallen bauen kann. Wenn ich hier die Erweiterung habe, dass wir quasi ihr Gutshaus betreten können. Und auch, wenn ich den Slimeball-Ring einmal gebaut habe. Also seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall auch. Ich sage, bis dann. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.